Und wir sitzen in der Bar bis früh um 8 und reden übers Leben die ganze Nacht. Ja, herzlich willkommen, lieber Harold Faltermeier. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, für die Menschen, die mit Harold Faltermeier, deinem Namen, nichts anfangen können, dann sollte ich vielleicht sagen, Mr. Axel F., ich glaube, das ist dann für alle klar. Sag, was ich dich immer schon mal fragen wollte, wie fühlt sich das an? Was ist das für ein Gefühl, dass man was geschrieben hat, was im Grunde ja, dich überlebt, auch noch in Generationen danach? Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist ein unglaubliches Gefühl. Vor allen Dingen, das Gefühl wird natürlich noch intensiviert durch die Tatsache, dass es ja nur eine Melodie ist. Es ist ja nicht einmal ein Text drauf. Es ist eine kleine, kleine, glitzekleine Melodie, die sich entwickelt. Und wir wussten nicht, dass wir einen Hit haben. Es ist sogar so gewesen, dass es hätte ja erstmal nicht auf den Soundtrack sollen, weil der große, allmächtige Irvin Azoff von MCA Records wollte nur Hits auf seinem Album haben, für das er viel Geld bezahlt hatte. Und da kommt der kleine Faltermeier aus München und sagt, ich möchte aber bitte schon mein Thema da drauf haben. Ja, das war ein Riesentheater. Und dann umso schöner natürlich. Ja. Und dann eben, dass es eben so gekommen ist, ein großer Hit und vor allen Dingen, dass du ihn nach den ersten 4 Tönen bereits erkennen kannst. Das ist einfach ein Geniestreich gewesen. Läuft ja jetzt rauf runter. Und ich habe überhaupt das Gefühl, dass wir gerade so ein Revival der 80er erleben, in der Mode und vor allen Dingen auch in der Musik. Woran glaubst du, liegt das? Jede Musikrichtung rennt sich irgendwann mal tot. Ja? Das ist nun mal so. Das war in der Renaissance so, das war im Barock, das war bei Monteverdi, bei Bach und alles. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, man kann es nicht mehr hören. Und dann greift man auf irgendetwas zurück, entweder geht man den Schritt vor und erfindet was ganz Neues, ja? Also Zwölftonmusik, atonale Musik oder irgendwas, oder man geht zu bewährten zurück. Ja? Und nachdem die 80er Jahre ja für die Popmusik eines der prägenden Dekaden war, ist es so, dass du natürlich sehr, sehr gerne auf die 80er zurückguckst, weil dort eigentlich die großen Melodien geschrieben worden sind. Ja? Und darum geht man dort zurück. Und darum ist das 80er Revival so groß auch. Gut, ich meine, ihr habt halt damals Hits geschrieben in dieser Zeit, die heute rauf runter gespielt werden auf allen Plattformen. Ist es jetzt nicht so, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt gerade so mal der Hit. Wer schreibt denn jetzt die Evergreens von morgen? Ja, das ist lustigerweise eine Frage, die ich immer wieder stelle auch. Ja? Denn was wir momentan gerade schreiben, wenn wir nicht gerade wirklich zurückgehen in die 80er, obwohl ich muss sagen, es gibt jetzt schon ein paar Lichtblicke. Es geht schon wieder dahin, dass man wieder komponiert und dass wieder Melodien geschrieben wurden. Aber eine Zeit lang wurden ja überhaupt keine Melodien mehr geschrieben. Es war die Zeit der DJs, die nur alles zusammengemischt haben, woraus dann Werke entstanden sind, die wie Granulat, man benutzt es, schreddert es und schmeißt es weg und dann kommt das Nächste. Ja? Und das sind natürlich nicht die Grundlagen für Evergreens. Ja? Und jetzt geht es schon ein bisschen dahin, man hört, dass wieder Melodien geschrieben werden. Ja? Und ich würde mal sagen, es ist Hoffnung. Na ja gut, dann bist du gefragt und musst halt für übermorgen die Hits schreiben sozusagen. Genau, ich muss noch mal ran, glaube ich. Das glaube ich ja. Also vielleicht gelingt mir etwas. Naja, du hast aber, wie ich weiß, neben der ganzen Musik, wenn du dann Zeit dafür hast, so viele Hobbys, dass ich mich echt frage, ja, wie ist denn dein Tag eingeteilt? Du machst Fliegenfischen, du hast eine Schreinerei, du hast eine Schmiede, du gehst Bergsteigen und Skifahren und brauchst dein Bier selber, machst deine Weißwurst selber, also eine Metzgerei hast du auch. Und ja, wenn wir schon beim Essen sind, du hast ein Hobby, was wir beide nämlich teilen, nämlich Kochen. Deswegen stehen wir auch hier in dieser wundervollen Küche. Was ist so deine Linie beim Kochen? Na, ich versuche einfach ursprünglich zu kochen, also wie man in Bayern gekocht hat. Nachdem ich aber sehr, sehr viel in der Welt unterwegs war, und auch die internationalen, diversesten Küchen schätzen lernte und lieben lernte, ist bei mir immer so ein Mix aus so Multikulti eigentlich. Ja? Weil es kommt von überall her. Meine Einflüsse sind sicherlich auch aus der japanischen Küche, weil ich bin ein Sushi-Sashimi-Narr. Ich liebe dieses Essen.
Ich liebe aber genauso gut meine Schweinshaxen. Ja, also das Naja, ist, also das. würde sagen, beim Sushi, das würde ja dann, wir haben ja beide Kochbücher rausgebracht, die ja irgendwie gegenseitig auf dem Index stehen. Genau. Deins hat ungefähr ein paar Millionen Kalorien mehr als meines. Ganz genau. Also bei Sushi würde ich auch noch sagen, das passt jetzt dann auch noch zu mir und ich fürchte nur, bei meinem Kochbuch würdest du wahrscheinlich verhungern. Nein, glaube ich nicht. Ich habe schon einiges versucht aus deinem Kochbuch und es schmeckt alles unglaublich lecker. Das ist eine ganz andere Welt. Das ist ein anderer Approach von Küche. Ja, und Ja. ich mag dein Kartoffelpüree mit Wasabi. Ah ja, Das ist genau. so die schöne Das ist Crossover. genau der Crossover dann. Ja. Und wir Ja, sitzen in du, der vielen, vielen Dank Bar, gerne, für das gerne. Gespräch, kulinarisch Und und musikalisch. reden Dankeschön. übers Gerne, Leben. gerne.